Oh mein Gott. Recording in progress. Hier, bin ich richtig im Bild hier? Bin ich richtig im Bild? Ist das gut so? Oder soll ich näher kommen? Oh Gott. 1000 Abos direkt wieder verloren. So, genug gefummelt. That's what she said. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners mit dem Paddy. Und mit Leon. Und heute trinken wir, ja Paddy, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht, dass wir beide wussten, was wir trinken, oder? Das stimmt. Ich wüsste gerade spontan nicht, was das letzte Video war, wo wir, also beim Diensten 12 wussten wir es beide, glaube ich. Stimmt, ich glaube der Diensten, der stets zu Diensten war. Aber es ist schon lang her. Und heute haben wir tatsächlich nämlich ein kleines, also... Ja, heute haben wir eine Flasche, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue, die ich wahnsinnig lange schon auf dem Zettel habe, auf meinem Whisky-Radar und schon sehr lange probieren wollte. Aber bisher kam es irgendwie nie dazu, dass einer von uns beiden diese Flasche mal zu Hause hatte. Und deswegen müssen wir jetzt an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön sagen an unsere lieben, lieben Patreons. Denn das ist die erste Patreon-finanzierte Flasche Whisky, die wir uns gekauft haben. Die habt ihr für uns quasi gekauft. Vielen Dank. Ja. Schnaps. Und natürlich habt ihr davon was abbekommen. Im letzten Patreon-Dankeschön-Paket für Weihnachten sozusagen war ein Sample von diesem Whisky mit drin. Den könnt ihr quasi jetzt mit uns trinken, wenn ihr ihn nicht schon längst weggeschnabbelt habt sozusagen. Und das ist quasi jetzt ein Verkostungsvideo vom Unknock 18 Jahre. Ich bin so gespannt. Ich könnte auch den jetzt schon mal eine halbe Stunde erzählen, warum ich die Brennerei interessant finde, aber wir versuchen es ein bisschen kürzer zu halten. Unknock ist aus der Knock-Do Distillery. Der Whisky heißt aber Unknock, weil die Knock-Do Distillery dachte, scheiße, unsere Brennerei klingt ähnlich wie Knock-Can-Do und deswegen könnte das verwechselt werden. Deswegen nennen wir den Whisky Unknock. Ich muss ehrlich zugeben, Unknock klingt für mich jetzt auch nicht so viel anders als Knock-Can-Do. Aber ist egal. Ist eine Brennerei in den, naja, so Grenzgebiet Highlands Bayside, in den östlichen Highlands, bisschen in der Nähe von, nicht ganz in der Nähe von Glendronach, aber so ungefähr die Region. Und 46 Volumenprozente. Nicht gefärbt, nicht gefiltert, soweit ich weiß. Wobei, ich guck mal eben. Ja, Natural Color, Non-Chill filtert. Hier steht es drauf, wie wir das gut finden. Und Brennerei sehr sympathisch, hat kein Besucherzentrum. Man kann sie aber besuchen, wenn man ganz nett fragt. Und die haben Warm-Tubs. Schaut mal in das Video von Ben Rinnes rein, das ich gedreht habe. Da habe ich ein bisschen was zu Warm-Tubs erzählt, warum die Warm-Tubs immer interessant sind. Ich bin ein großer Fan von den Warm-Tubs, von den kleinen Würmern, von den Kühlkondensatoren-Dingern, Kupferrohren und die machen halt einen schweren Brand. Und deswegen finden wir es geil. Paddy, you got the mic. Also, ja. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, du hast halb afrikanisch gesprochen. Knock, knack, knack, knick, knock, 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 du, knock, du, knock, knack, knick, knack, knick, knack, knock, knick, knock. Wir trinken heute Nick Knock 18. Könnte das ein 18 Jahre alter Whisky sein, der bezahlbar ist und lecker schmeckt? Also erstmal Spoiler ahead, first, den Unknock 12 finden wir beide schon mal nice. Jetzt habe ich auch Warm-Tubs gehört, das finde ich auch schon mal nice. Ich merke mir solche Sachen nicht, ne? Aber es gibt ja nicht so viele Brennereien, die diese Würmer in ihrer Maische mit verarbeiten. Und Unknock ist eine. Und da wollen wir mal gucken, ob dieser Wurmgeschmack doch ordentlich durchkommt. Erste Nase, oh, sehr lecker. Und was Paddy gerade schon gesagt hat, also was er schon angedeutet hatte, ich wollte diesen Whisky so lange schon probieren, weil ihr kennt das Problem wahrscheinlich, die 18 Jahre alten oder älteren Whiskys, 18 Jahre plus, die steigen gerade im Preis ganz massiv und der Unknock 18, der war lange, lange Zeit für 75 Euro zu haben. Mittlerweile klettert er auch schon in die 85-Euro-Etage, in die 90-Euro-Etage und ich wollte den so zeitnah noch probieren, bevor dieser Whisky auch entweder nicht mehr am Markt ist oder eben auch jenseits der 100-Euro-Marke landet, weil der halt einfach, glaube ich, das Potenzial hat, ein Geheimtipp zu sein. Und deswegen wollen wir jetzt überprüfen, ist das so? Oder ist er doch nur irgendein langweiliger, generischer 18 Jahre alter Whisky, der vielleicht das Geld nicht wert ist? Wir finden es jetzt raus. Auf die Plätzchen, fertig, los. Jo, Plätzchen ist gut. Plätzchenteig hat er auch so ein bisschen. Der hat so auf jeden Fall ordentlich Getreide dabei, dunkler Honig und man riecht hier Umami. Also du hast so, als wenn du irgendwo Sojasauce verspült gehabt hast oder irgendwas Lachsiges oder sowas.
Also der riecht dick aus dem Glas, kommt schön rausgesprungen mit vielen Aromen. Auch so Bitterorange, auch so ein bisschen Orangenzeste. Also alles ist ein bisschen auf der öligen Seite, hätte ich fast gesagt. Kerzenwachs. Ich habe wieder ein bisschen das Bienenkerzenwachs. Nicht viel, also nicht so kleinlich in die Fresse, sondern so ein bisschen. So dezent im Hintergrund. Ne? Ich würde es dem Alter jetzt ein bisschen zuschreiben. Also der riecht auch so, als wenn der halt wirklich auch was auf dem Kasten hat. Ne? Erinnert mich ein bisschen so an den Talisker 18 ohne Rauch, weißt du? Kommt hin, ja. Also ein schönes altes Scotch-Profil. Ich würde ihm jetzt wahrscheinlich auch vorwiegend Bourbonfässer geben, oder steht das da drauf? Was ist das? Also ich habe gerade kurz nachgeguckt. Der hat angeblich Bourbon und Sherry, also beides. Ja. Ich lusche mal eben kurz hinten rein. Anok 18 years matured in Spanish Oak ex-Sherry Cask and American Oak Bourbon ex-Bourbon Barrels. Also genau das. Der riecht so schön klassisch. Weißt du, so klassischer Scotch. Halt, da ist nicht so, ich bin eine Sherry-Atombombe, Sidekick in your face, so irgendwie à la Glendronach-Style oder sowas. Und der ist halt auch nicht so, ja, ich habe einfach nur Bourbonfässer gesehen und wollte eigentlich mal irgendwie in den Blends verarbeitet werden. Sondern so schön klassische Mischung aus Bourbon- und Sherry-Fässer, so wie man das kennt. Keiner weiß, für Sherry-Fässer das sind. Keiner weiß, was für Bourbonfässer das sind. Ist auch egal. Ist einfach, alles ist 18 Jahre alt, 46 ja. Volumenprozente und sieht einfach nice aus im Glas. Hat eine schöne goldene Farbe irgendwie, ne? So ein richtig schönes Gold, fast irgendwie gelb, hier eine Rotgold irgendwie, so ein leichter Rotstich ist mit drinne. Also er riecht, Nase, lädt voll ein, ne? Ich finde, er riecht auch tatsächlich so, er ist genauso in the middle. Also er ist nicht super schwer, also es ist nicht so ein Mordlach, aber es ist auch kein super dünner Whisky. Also er ist genauso mittendrin, finde ich. Okay, lass mal reinbeißen. Ich habe richtig Bock. Prost. Auf die Helme. Und jetzt wisst ihr, Patreon werden, ne? Weil dann läuft's. Ja, mach mal nicht zu viel Werbung, weil sonst muss ich so viele Pakete packen. Bin ja auch eine faule Socke. Auch, ja, so jetzt auch ihr. Nam, nam, nam. Nam, nam, Anok. Geil. Der haut ein bisschen in unsere Kerbe, oder? Schmeckt nicht. Kauf den nicht. Gib mir mal den Rest von der Flasche. Das schmeckt nicht. Ist nicht gut. Also, für mich Marzipan-Schokolade am Anfang total. Ja, so, ja, voll gut. Weißt du, aber Marzipan-Schokolade mit so einer dunklen Schokolade. Ja. So schöne Süße, dann alles Mögliche so an dunkleren Früchten, so ein bisschen getrocknete Mango, so ein bisschen Datteln. Ich habe heute auch Dattelsirup gehabt, deswegen muss ich auch so ein bisschen an Dattelsirup denken. Schöne Süße. Und dann zwischendurch, oder hinten raus, also eine geile Würze auch. Der ist würzig. Also der hat eine hohe Grundschärfe. Also ich würde fast sagen, ich bin fast ein bisschen überrascht, wie scharf der ist für einen 18 Jahre alten Whisky, muss ich sagen. Also ordentlich schwarzer Pfeffer, finde ich. Ziemlich deutlich sogar. Er ist gar nicht so komplex, ehrlich gesagt. Aber ich muss sagen, dass das, was ich schmecke, finde ich sehr attraktiv. Und ich finde, Honig trifft es extrem gut. Honig mit Chili, so ein bisschen. Auch so ein bisschen Ingwer-Süße dann halt, ne? Ja. Also so, ne, alles, was so in die Richtung geht. Und ich muss dir recht geben, halt, der hat so drei Aromen und die sind sehr prägnant, ne? Also so drei Richtungen, wo der halt irgendwie hingeht, die sehr prägnant sind. Hat ein schönes Finish. Ich mag so diese Trockenheit, die hinten rausgeht. Ja. Bleibt jetzt nicht for days, ne? Aber ich würde tatsächlich sagen, das ist halt so ein richtig straighter, ehrlicher Scotch. Also da ist, ne, man schmeckt die Sherryfässer auch, aber die sind nicht so übermäßig dominant. Ich würde sagen, dass der hat schon eher so das Profil, ich würde mal sagen, so gefühlt würde ich den so 70% Bourbonfässer und 30% Prädikat lecker. Sample ist leer. Wenn ich jetzt aus dem Bauch raus, wenn ich sagen müsste, würde ich sagen, so 70 Bourbon, 30 Sherry. Finde ich eine schöne Kombination. Der ist süffig. Also der ist lecker und süffig. Die Frage ist natürlich jetzt dann immer wieder so, ja, PLV, ne? Also was musst du berappen mittlerweile um diesen Whisky, der dann halt, sage ich mal, nett ist? Also der ist nicht, nee, nett ist zu wenig. Der ist schon sehr gut. Aber mittlerweile, wie gesagt, 85 bis 90 Euro und eben steigend, das ist halt schon auch viel Geld. Und da denke ich mir dann immer so, was kriegt man für knapp 100 Euro sonst noch für Flaschen? Aktuell tatsächlich halt gar nicht mehr so wahnsinnig viel anderes. Also von daher, ja, schwierig. Mir gefällt er gut. Ich bin froh, dass wir den gekauft haben. War ein bisschen eine Wildcard. Wie gesagt, ich hatte den auf dem Zettel, wollte den probieren, wusste aber eben nicht, kann halt wirklich liefern, was er
was er verspricht, sozusagen. Also ich muss sagen, haut voll in meine Kerbe, ne? Also total, die Aromen sind voll meins. So frische Orange. Ich glaube, wenn du den blind halt einschätzt, dass man so spot on auf einen alten 18er oder sowas kommt, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das liegt auch an den höheren Anteil der Bourbonfässer. Aber das finde ich ja hier nicht störend. Ich mag das halt tatsächlich ganz gerne, aber das, weil das halt auch irgendwie in meine Kerbe haut. Ich habe jetzt mal ein bisschen Wasser ran gemacht. Der trübt instant ein, was ich auch mal sehr sympathisch finde. Okay. Ich finde ihn halt auch so extrem süffig. Preis-Leistungs-Verhältnis ist so immer schwierig dann zu sagen. Ne? Ist jetzt ein 18 Jahre alter Whisky, der süffig ist, 90 Euro wert oder nicht. Das muss jeder für sich selber, glaube ich, irgendwie herausfinden. Dadurch, dass wir halt Millionäre sind und einfach super reich, gießen wir sowas uns halt zum Frühstück ein. Ne? Also von daher. Mit 3000 Abonnenten? Ja, ganz ehrlich. Also, ich muss die Leute draußen hier immer schon mit meinen Bodyguards abschirmen, weißt du? Wasser tut ihm gut. Er kann auf jeden Fall Wasser ab, weil er einfach ein bisschen mehr sich öffnet und ein bisschen mehr, fast ein bisschen mehr heilen Charakter zeigt für mich. Ja, der trübt tatsächlich ziemlich schnell ein, was ich ehrlich gesagt auch wirklich sympathisch finde, weil das heißt halt wirklich, ich bin wirklich nicht unchill, also ich bin wirklich nicht kühl gefiltert. Das ist unchill-filtert for real. Ich finde es auch sehr sympathisch. Dafür mochte ich Unnock ehrlich gesagt auch immer. Die haben einfach ein sehr schlichtes und elegantes Flaschendesign, da ist nicht viel Shishi, kein großes Marketinggedöns und auch hinten drauf, ne, also dass es auch hier quasi direkt vorne drauf steht, Natural Color, Unchill filtert, das finde ich auch sehr sympathisch und ich finde es auch ganz cool im unteren, also die haben hier so ein bisschen Text, wo sie dann erklären mit der Nock Blue Distillery und so weiter, aber dann drunter auch direkt Farbe, Nose, Taste, also einfach ein bisschen Tasting Notes erklärt und dann drunter steht dann direkt dieser Text, den ich vorhin vorgelesen habe, wo einfach direkt quasi ganz klar drin steht, welche Fässer, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, Peng, and that's it. Und dann drunter noch 46 Volumenprozente. Also ich bin halt ein Fan von so Whiskys, die so klar sind. Weißt du, die nicht irgendwie so, naja, ich sag mal, also ich bin schon auch ein Fan von schönen Stories, aber wenn halt, wenn du das Gefühl bekommst, dass die Story alles ist, was du bekommst oder wofür du bezahlst, dann muss schon auch ein guter Whisky sein. Ja. Ich finde ihn auch gerade so ein bisschen auf den Kopf gedreht. Also der hat so den Geschmack vom Finish kurz in den ersten Sekunden am Anfang. So am Anfang kommt so Würze und dann so, ach nee, ich bin doch ein Scotch. Und so. Ich finde die Journey toll. Wasser kann der ab. Ja, der wird schon komplexer. Mhm. Der wird schon komplexer. Könnte man sich vielleicht auch mit aufhalten. Ne? Hätte man jetzt mal fast ein Gläschen einschenken müssen, so 20 Minuten vorher. Ja. Man räumelt sich den einfach so rein. So gut, der hat auch sowas Petroleum, weißt du, so ölig, muffig. Ich weiß nicht, wie ich auf Petroleum komme, aber das ist mir gerade so im Kopf geschossen. Und auch sowas so leicht, so als wenn halt irgendwo nebenan in der Küche ein ordentlicher Eintopf gekocht wird und dann riecht es halt schon so lecker nach Fleisch-Eintopf oder so. Ja, Fleisch, das ist tatsächlich, das trifft es ganz gut. Das sind wahrscheinlich wirklich so ein bisschen die Warm-Tubs, also dieses leicht fleischige, was ich beim 12 Jahre Alten hatte, ich habe da mal schwarzen Tee gehabt. Den habe ich hier ein bisschen gesucht, aber also der wird hier so ein bisschen überdeckt von der Süße, finde ich, von dieser Karamellsüße, aber also dieser Fleisch-Eintopf, das, ich weiß, was du meinst, das finde ich auch ganz geil eigentlich. Wenn, dann würde ich ihm so ein Earl Grey geben mit Bergamotte, weißt du? So eine ölige Bergamotte. Das würde ich ihm geben, aber mir fehlt halt so ein bisschen so das Überbrühte bei einem Tee vielleicht. Ne? Also was das, ja, Bergamotte, Earl Grey, ja. Also das erste Drittel, den Antritt finde ich richtig lecker. Mhm. Also wenn du ihn so, wenn er den Moment, wo er es auf die Zunge trifft und dann so langsam sich so nach hinten durchschleicht, da ist er einfach extrem weich und ölig und dann hinten raus kommt halt diese Würze und diese, wie du gesagt hast, so ein bisschen, am Anfang ist er so, ja, ich bin netter Space-Sider und dann hinten raus so, ja, doch Highlander, bam. Also ne, das ist so, da kommen so ein bisschen diese, genau, da kommen so ein bisschen die Space-Side-Highland Hybrid-Geschichte so ein bisschen durch. Mhm. Ich finde ihn gut. Ich mag ihn gerne. Preis kann ich jetzt irgendwie ehrlich gesagt nicht mehr, also wir sind irgendwie gefühlt eh in einem Zeitalter, wo man die Preise gar nicht mehr kommentieren kann. Man kann, ich glaube, wir erzählen einfach, was wir von dem Whisky halten. Ich finde den lecker. Finde ihn gut. Ja. Genau, lecker. Eine Empfehlung ist, finde ich auch sehr schwer zu sagen. Kann man mal machen. Für mich ist es eine Empfehlung, also vom Whisky her. Aber ich habe einfach langsam nachdem die Preislage einfach echt kompliziert geworden ist, finde ich es sehr, sehr schwierig, noch von Preis-Leistung zu sprechen. Ja, sonst, weil wisst ihr, wenn ihr da draußen alle diese Whiskys, die wir auch gut finden, auch gut fandet,
und ihr wisst so, der Geschmack ist gleich, dann könnte das einer für euch sein. Ja. Man musste aber auch schon stehen auf diesen Speyside Hybrid Warmed Up Highlands Special Combo, den er da halt reinbringt. Ich habe noch, genau. Ich glaube, was wir noch dazu sagen könnten, ist, weil du ja gerade meintest, wenn ihr auch solche Whiskys mögt wie wir, falls jetzt jemand neu dazugekommen ist und der noch nicht unsere 250 Videos geguckt hat, die wir auf diesem Kanal haben, der geht für mich ein bisschen in Richtung, genau, erstmal natürlich alle durchgucken, dann schaltet ihr wieder ein. Und dann, der geht so ein bisschen in Richtung Craigellachie, Mortlach, Craganmore, Tamdu, also diese etwas würzigeren, schwereren Speyside-Whiskys, alle für mich in dem ähnlichen Camp, so von den Aromen. Ja. So ein bisschen Glencadam auch drin. Ja, genau. Also wenn das so Marken sind, wenn die euch was sagen und wenn ihr sagt, oh, die mag ich, die finde ich gut, dann gerne mal einen Anock angucken. Ja. Auch so, ja, es war also ganz klassischer Scotch halt auch, ne? So ganz klassisches, schönes Profil. Aber so, also nicht so klassisch, so ich bin Glenfiddich 12 oder Glenfiddich 18 zum Beispiel. Glenfiddich 18 war viel dünner, in Anführungszeichen. Hatte dafür so ein bisschen mehr andere Sherry-Aromen, hätte ich fast gesagt. Und der hier ist halt einfach ein bisschen wuchtiger, ein bisschen dicker, ein bisschen grober. Das finde ich gut, mag ich gerne. Finde ich super. Jetzt würde ich vorschlagen, achso, du schenk dir einfach nochmal einen ein. Ja, ich muss ja noch zum Tschüss sagen, muss ich ja noch anstoßen. Du musst zum Tschüss sagen hier. Tschüss, ich mache immer hart zum Tschüss sagen. Ich mir nochmal. Ja. Ich gebe mal die Tipps. Schreibt doch nochmal in die Kommentare, was ihr so für 18-jährige Whiskys uns empfehlen könnt. Ansonsten, weiß nicht, vielleicht so eure Lieblingsfarbe und wir bewerten dann, ob die gut ist oder nicht. Also einfach so, wenn eure Lieblingsfarbe gelb ist, schon mal falsch zum Beispiel. Und dann schreibt uns eine Mail, wenn ihr Bock habt, einfach an info@malt-mariners.com, so heißt auch unsere Website. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook und wir sind bei Patreon, da lassen wir digital den Hut rumgehen. Dann kommt nämlich auch solche Sachen bei raus. Wir kaufen davon mal ein Fläschchen und lassen unsere Patreonen und Patreonsen dann auch mal davon was da. Und das könnt ihr auch werden sozusagen. Einfach bei Patreon vorbeischauen, Malt Mariners eingeben und dann läuft das. Und ja, ansonsten sind wir jetzt erstmal hier raus mit Anknock. Von der Knockhandor oder so. Und dann sagen wir so wie immer. Bis später. Bis später. So ein bisschen Knock, Knock on Heaven's Door. Oh. Lecker, lecker ist er schon. Lecker ist der, ja. Ist einfach so lecker. Er wird hinten noch sau trocken halt, ne? Also so von Alter her, weißt du? Ja. Scooter Scotch. Scooter Scotch. Scoot. Scooter like. Ich befürchte, dass ich jetzt noch anfange, auf ältere Profile zu stehen. Ja, das ist die Gefahr. Oh Mann, ne? Nee, mein Geld. Kann ich dir nicht empfehlen. Nein. Himbeerbonbon. Ja, auch schon ein bisschen kleben. Nee, ich auch. Jo, Beschenkling, ich auch. Das ist einfach so zwei Drams auf mir im Training, ey. Wir haben nichts mehr. Ich hab Silvester mich auch aus Versehen betrunken gemacht. Ich habe irgendwie zwei, drei Bierchen getrunken, habe dabei Whisky getrunken und war auf einmal so. Ich müsste eigentlich mega im Training sein, weil ich habe in der ganzen Weihnachtsphase so viel georgelt. Also ich habe mit meinen Eltern auch ganz gut einen weggelötet und Silvester und also. Ich bin ein bisschen schief hier. Ja, bei dir ist so einiges schief. Ja, ich hole mal die Wasserwaage. Nee, ist noch alles in Ordnung.